So, schneller Flug nach Hause. Da kann ich mich wieder ein bisschen einlagern, strong entleeren. Ja, und wir haben natürlich nicht verteidigt, macht nichts. So, das alles rüber. Die Kronkorkenminen behalte ich mal drin. Leuchtpistole ja auch, Splittermine auch. Das Präzisionsschützen ist aber auch eine 308er. Das kann ich leider zurzeit nicht verbessern, weil da fehlt mir Skillpunkte in Wissenschaft. Kampfrüstung erstmal rüber. So, jetzt kann ich mich schon mal erstmal bewegen. Hey. Bis Strong mir seinen ganzen Kram gibt. Und diesmal müssen wir es wieder manuell machen, weil sonst gibt er mir ja wieder alles. Strong hat mehr Waffen als jeder andere. Er hat sogar Mods dabei. Und 23 Patronen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Sachen rüberschieben. Und zwar nämlich den ganzen Schrott, den ich nicht brauche. Und ja, jetzt weiß ich ja auch, dass die nicht auf... Ich müsste die selbst auseinandernehmen. Aber das mache ich jetzt gerade auch nicht. Ich will nur einlagern, gut ist. Den Todeskrallenhandschuh mache ich in mein Haus. Den Flammenwerfer mache ich hier rein. Der auch da rein. Powerfaust kommt in mein Haus. Das kann auch rüber. Die Kampfrüstung mache ich ins Haus. Lederrüstung, rechter Arm. Weiß ich gar nicht, warum ich die dem gegeben hatte. Kampfrüstung linkes Bein, ist okay. Kampfrüstung linker Arm. Das kommt auch in mein Haus. Ja, ich guck gleich mal, ob ich die Minigun aufbessern kann. Wird nämlich im Chat gerade gefragt. Seien langweilig. Strong wollen was töten. Aufgepasst. Habe ich jetzt deine... Genau, gib mir mal deine Minigun. Krieg ich? Ne, hier war die Waffenwerkbank. Basteln, basteln, basteln. Strong sein langweilig. Ach geil, guck mal, Todeskrallen-Handschuh kann noch eine Zusatzkralle kriegen. Ich mach's einfach mal. Hier läuft es richtig gut, was? Aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich. Nee, muss ich Waffenfreak 3 oder 4 sein? Ich kann nur Scannervisier dran machen. Und den Reißwolf, der gar nicht mal so schlecht ist, weil Strong ja im Nahkampf schon Ärger macht. Das Ding ist schon besser, als ich es selbst ausrüsten könnte. Guck mal, jetzt sieht ja auch viel schöner aus. Mit Liebe entwickelt. Komm her, Strong. Du kriegst dein neues Baby. Mir geben, Mensch. Zip. Den kannst du ja leider nicht benutzen.
Habe ich gerade aus Versehen was Falsches rübergegeben? Sieht nicht so aus. So, da ich immer noch ein bisschen schwer bin, muss ich mal gucken, was für Hilfsmittelsachen ich einlagern kann. Und, Moment. Wo habe ich denn den meisten Müll einfach immer reingemacht? Ich mache eine Müllkiste. Mit dem ganzen diversen Kram, den ich nicht brauche. Ich muss irgendwann das alles mal sortieren. Das werde ich aber wahrscheinlich nicht im Stream machen. Vor allem, das ist geil, dass diese Mixturen, die ich hier habe, aus der einen Quest, wo wir in diesem Medical Center gearbeitet haben, habe ich immer noch diese, Kobalt und Gallium und alles dabei und die kann ich, damit kann ich nichts machen. Ich kann die nicht fallen lassen, ich kann die nicht einlagern. Die kann man übrigens auch auftürmen auf so ein Comicregal, aber muss ich auch nochmal gucken. So, das haben wir schon gehört. Das Experiment haben wir gesehen. Da haben wir den Boss getötet. Sergeant Lee. Wir müssen es eigentlich nicht einlagern. Es hat nämlich kein Gewicht, aber es sieht halt ein bisschen ordentlicher aus, wie man das manchmal rausschmeißt. So. Nicht nach Wert, nach Gewicht sortieren, bitte. Zum Beispiel diese Gemüsesuppe, die ich, glaube ich, noch nie gegessen habe. Gwind Ale. Ja, 22 Eier. Die ich wahrscheinlich irgendwann verkaufen würde. Die ganzen Nuka-Colas, die ich eh nicht trinke. Den Rum, den ich nicht trinke. Den Stealth Boy können wir mitnehmen. Whisky weg, Wodka weg. Cram weg, gebackene Blähfliege, Instapüree ist eh verstreut, Köterkeulen, Maulwurfsrattenhäppchen, Maulwurfsrattenfleisch, das alles wiegt jetzt schon so gut wie gar nichts. Außer ich finde jetzt noch irgendwas, was 80 Millionen kostet. So. So viel dazu. Zurück zum Haus, oder? Und dann weiter auf die Tour. Ich brauche einen Kühlschrank hier im Raum. Obwohl, der macht doch mehr Hitze. Ich muss da was machen. Wir haben wieder gute, angenehme 27 Grad. Und hier ist die Temperaturanzeige drauf, definitiv falsch. Nicht? Riechen wie Lager von Strongs Brüdern. 4L. Ich folge weiter dem Trail noch. 2? Ah! Ich wollte gerade aufschreiben.
Ich werde nie verstehen, warum die einen Ofenhandschuh mit dabei haben. Da steht nichts drauf. In der Armee-Munitionstasche liegt eine Armee-Munitionstasche. Dann weiter der Spur folgen. Ich höre Mutanten, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen... irritiert, wo die Spur weitergeht. Ach, kommt schon. Könnt ihr mich nicht einfach durchlassen? Eigentlich habe ich nämlich friedliche Absichten. Und wenn ihr mich erstmal näher kennenlernt, mögt ihr mich auch. Ich habe einen ganz schön heißen Arsch gerade. Ich weiß nicht mal, ob die wirklich jetzt gerade ihre Rüstung für Strong parat haben. Braucht kein Mensch. Ich guck noch mal, vielleicht ist da irgendwas versteckt hier. Mir fällt auch irgendwie ein, dass ich schon lange nicht mehr im Spiel geschlafen habe. Ich glaube, seit gefühlt 5-6 Tagen. Ich merke schon, Strong ist nicht in der Lage, hier hochzulaufen. Guck mich nicht so an, er wollte das. Du mit deinen Rehkitz-Augen. Sind sie wirklich böse? Ups. Den letzten sehe ich leider schlecht von der Position aus. Oh, jetzt ist besser. Boah, jetzt läuft er nicht weg. Ja, 67% ist gut genug. Ich bin auch jetzt wieder ein bisschen vom Weg abgekommen. Oh,
Aber was soll er machen, wenn einfach die Gunner hier rumstehen? Sein guter Platz zum Kämpfen. Ein Bruder. Aufgepasst. Impulsmine. Nein, nein, nein. Die Laserpistole nimmst du mit. Viele Gegner von hier. Danke. Ich will eigentlich nicht in irgendein Massfusionsgebäude rein. Ich wollte eigentlich nur diesen dämlichen Trail folgen. Es kann nicht so schwer sein, einfach mal bei der Sache zu bleiben. Ja. Lad dich tot, Rechner. Ob schon alle in meinem Shelter gestorben sind? Ich glaube, das ist der Anhaltspunkt, dass es nach links, also hier unter den Trümmern weitergeht eigentlich. Jetzt eine 6 und ein O. Ja, nein, ich lasse euch wieder ablenken. Immer diese Reklamen. Hey, warte. Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Lass mich in Ruhe. Sonst brauchst du gleich eine Versicherung. Wie war das? Dieses armselig hat irgendwie alles übertönt. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige. Aber geil. Unfälle. Strong bewundert mich. Immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn. Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Wieso musstest du sowas sagen, hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Bruder? Mir geht's gut. Danke, dass du dich um ihn gekümmert hast. Gut. Bitte lass diesen kleinen Vorfall nicht deinen Eindruck von unserer Stadt vermiesen. Good Neighbor ist aus dem Volk, für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Good Neighbor? So heißt der Ort hier? Ganz genau. Wir haben diese kleine Nachbarschaft mit Hilfe der Freaks und Sonderlinge geschaffen, die sonst nirgendwo willkommen sind. Du wirst schon sehen. Wenn du dich mit genug Leuten anfreundest, wirst du das Örtchen schon bald dein Zuhause nennen. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Belohnung für Gewinner. Strong. Aufgepasst. Vom Strong bewundert Strong mich jetzt. Strong lernen neues Wort. Strong lernen Respekt. Willst du damit sagen, dass du mich respektierst? Ja. Strong respektiert Mensch. Mensch kämpfen gut.
Mensch helfen, Strong. Supermutanten seien Brüder. Brüder alles teilen. Nicht besitzen wie Menschen. Mensch teilen wie Bruder. Supermutanten kämpfen. Töten, nicht reden. Mensch töten, nicht reden. Mensch sein guter Supermutant. Danke, Strong. Ich respektiere dich auch. Na klar. Strong sein stark. Das sollte die nächste Stufe unserer Beziehung sein. Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Dann lass mal sehen, was du so hast. Eine Waffe für jede Gelegenheit. Kill EO. Partystarter verursacht 50% mehr Schaden gegen Menschen. Raketenwerfer. Aber sonst alles eher so. Will ich dir die Fatman stehle, greifst du mich an, oder? Tja, Pech gehabt. Ist übrigens ein Fehler vom Spiel, dass du alles einfach wegtragen kannst und dann irgendwo hin, wo du nicht gesehen werden kannst, und dann nimmst du das einfach. Ist wirklich so gewollt, Jordel? Jordel sagt, das ist so gewollt. Ich höre Raider. So, die Spur. Wir sind von da gekommen, glaube ich. Da müssen wir weiter hier lang. Ein wilder Mischling. Toll. Ich glaube, es war eher durch die Kombination des Schlages und des Schusses. Old Corner Bookstore. Oh, ich stehe in wilden Ghouls. Aber Strong macht das schon. Meine Schrift nachher wieder nicht lesen.